der Eishockey-Podcast. Bulli, Folge 167, glaube ich, und das Duo Infernale ist wieder vereint. Helmut, mein Spätzel, wie ist es dir ergangen? Ja, sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Ich kann mich nicht genug beklagen. Was hältst du von den bisherigen Playoffs? Ist gut was los, oder? Ja, ist sehr gut was los. Ich glaube, da reden wir im Outro nochmal ein bisschen drüber, wie es so aktuell aussieht. Jetzt am Mittwoch sind ja dann auch Spiele abends. Ja, genau. Also wir nehmen an einem Montagabend auf, das sei zur Transparenz gesagt. Und am morgigen Dienstag findet ja ein Spiel 7 statt. Ich glaube, es ist zwischen Wolfsburg und Straubing, richtig? Ja, ist es nicht sogar am Mittwoch? Oder am Mittwoch? Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Wir sind ja zeitlos bei Bulli. Wir werden es bis im Outro dann rausgefunden haben, ob wir über dieses Spiel reden können oder ob dieses Spiel schon gelaufen ist. Ganz, ganz genau. Zeitreisen Deluxe hier bei Bulli. Ja, genau. Sag mal, Helmut, dürfen wir hier eigentlich Grüße aussprechen im Podcast? Ja, aber selbstverständlich. Warum denn nicht? Selbstverständlich. Ja, ich meine, du bist ja hier unser Regelhandbuch auf zwei Beinen. Deswegen frage ich lieber. Ich habe da eine nette Geschichte aus den letzten Wochen für dich und für unsere HörerInnen. Also, wir bei Bulli, wir lieben ja unsere Fans. Ne, das ist ja klar, unsere HörerInnen sind ja das Nonplusultra bei uns. Und vor kurzem kam ich in ein Gespräch mit einem unserer Stammhörer. Und da gehen ganz liebe Grüße an Charlie raus. Und wir quatschen so ein bisschen über unsere Gäste und wen wir uns mal wünschen würden, wen wir alles vielleicht nochmal einladen könnten. Und so im Gespräch, da wurde mir so richtig klar, wie viel eben dieser Podcast bedeutet. Ja. Also der wartet quasi jeden Mittwoch so richtig darauf, unsere neue Folge zu hören. Und das fand ich irgendwie klasse. Also ich meine, wir hier bei Bulli, wir machen das da aus Spaß. Ich glaube, so viel kann man, glaube ich, sagen. Wir hier haben Spaß daran. Und wenn da noch ein oder zwei Leute das sich auch anhören möchten, ist das ja immer eine super Sache für uns. Aber dass da schon unsere Hörer so innig drauf warten, das hat mir imponiert. Das finde ich klasse. Und Charlie ist einer, der sehr viel im Ausland arbeitet, überall auf der Welt. Wo auch immer du gerade bist, Charlie, ganz, ganz liebe Grüße an dich. Da ist ein echt netter Kontakt zustande gekommen. Und ich finde, das hat so für mich nach 167 Folgen jetzt nochmal so einen ganz anderen Wert gegeben. Hast du das auch schon mal so, dass das für andere auch so wichtig ist, dieser Podcast hier? Ja, wir kommen natürlich auch mit vielen HörerInnen in Kontakt und es ist so, wie du gesagt hast, dass, also ich meine, natürlich machen wir das aus Spaß, ich meine, wir machen das in unserer Freizeit und ich glaube, das ist aber auch das hört man, dass wir halt einfach freizeitmäßig da so dabei sind und das gilt ja für unser gesamtes Team, also es sind ja nicht nur wir zwei und natürlich, also wenn ich mich auch mit Podcast-KollegInnen unterhalte und da mich auch ein bisschen Austausch, auch mit HörerInnen in der Halle und so, dann merkt man schon, was man für einen Impact auch hat. Also jetzt nicht in Form von irgendwie Meinungsmache, sondern einfach, dass man, dass dieser Mittwoch schon auch bei den HörerInnen ein festes Datum ist, ein fester Tag. Und da wird einfach darauf gewartet. Und wir machen manchmal so ein bisschen Geheimnis draus, wer bei uns im Podcast ist. Und manchmal sagen wir es auch schon, aber dieser Überraschungsmoment, das merkt man schon auch, dass es bei vielen vorhanden ist. Ja, und das ist eine ganz tolle Geschichte. Ich meine, ich möchte jetzt nicht wieder in irgendwelchen Geschichtsbüchern kramen, wo wir im September 2020 angefangen haben. Da hätten wir uns das ja auch nicht träumen lassen. Du hast mir irgendwann gesagt, wenn dein Nachbar oder so oder irgendwer diesen Podcast einschaltet, dann haben wir schon gewonnen. Also dann haben wir quasi schon jemanden erreicht und wir sagen jetzt da ja auch nicht zu wenig. Du hast bei uns in den sozialen Medien, bei Instagram hat Karl die Statistik auch mal rausgebracht, welche Tabellenpositionen wir in den Charts auch immer erreichen. Da reibt man sich schon absoluter manchmal Wahnsinn. Die Augen, dass man sagt, jo, also das ist ja wirklich total
total krass. Also es ist ja, wir sind ja nicht mit dem Ziel jetzt rausgegangen, um zu sagen, wir wollen jetzt Nummer 1, Nummer 2 in den Charts werden, sondern das ist einfach schön, wie es sich entwickelt hat. Und wenn dann so eine Rückmeldung von HörerInnen kommt und Charlie, auch Grüße von mir natürlich, unbekannterweise, ist ganz, ganz toll. Ist ganz, ganz toll. Ja. Und ja, weiter so. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder auch Gastwünsche, Karl versucht alles zu realisieren. Ja, klar. Bisschen ausführlichere Antwort, aber ich glaube, bei dem Thema muss man natürlich irgendwie schon ein bisschen mehr sagen dazu, weil es schon echt was Cooles ist. Also das, ja. Es beeindruckt mich immer wieder. Ja, auf jeden Fall. Also das freut mich immer noch wahnsinnig, dass wir so viele Leute damit erreichen. Ja. Und auch explizit hier. Und ich denke mal, so wie Charlie wird es auch vielen anderen gehen. Also ich glaube nicht, dass der Einzige ist, der da Mittwoch vor dem Radioempfänger sitzt, ja, und auf die neueste Podcast-Folge, ja, ja, wartet. Aber es ist echt eine ganz tolle Geschichte. Und ja, du hast gerade schon gesagt, die Geschichtsbücher, wir kramen da nicht gerne rum. Aber wenn ich überlege, wie wir angefangen haben mit unserer Bretterbude, in dem kleinen Kabuff, wo wir mal angefangen haben aufzunehmen. Und jetzt mittlerweile haben wir auch ein Fenster. Und ja. Ist ja der Wahnsinn. Und ja, vielen lieben Dank dafür. Und bevor wir es hier weiter noch verquatschen, habe ich mir gedacht, wir gehen einfach ins Interview rein, ohne jetzt groß drumherum zu reden. Auch ohne zu sagen, wir können es ja natürlich lesen, aber sonst hast du ja immer schon so einen kleinen Twist hier am Anfang, wer hier kommt. Oder wollen wir einfach direkt rübergehen? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt rüber, weil der ist so groß, also das lohnt sich gar nicht. Das lohnt sich nicht, dann machen wir das doch. Der Podcast platzt schon aus allen Nähten. Okay, bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir auch schon mit unserem Gast. Für uns bekannt geworden ist er als Inline-Fahrer in München. Seine wilden Fahrten filmt er und zeigt dabei seine läuferische Klasse, an der selbst Connor McDavid sich noch eine Scheibe abschneiden könnte. Uns etwas unbewusst ist uns dann aufgefallen, hoppala, hier haben wir einen ganz großen an der Angel. Er moderiert auf Pro7 die Germany Next Top Model Experience. Was das ist und warum kann er so gut Inliner fahren, das fragen wir den fantastisch aussehenden Sven Gold. Servus. Danke für die Intro. Danke dir. Also du hast schon sehr hoch gestochen, bist jetzt sehr hoch gestochen reingegangen. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich das auch irgendwie ein bisschen backuppen kann. Ach, Leute, das kriegen wir, glaube ich, hin. Ja, also vielen Dank, dass du für heute für uns Zeit hast in deinem dicken Terminkalender. Ja, das freut mich auch, dass ihr euch die Zeit nehmt auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Fangen wir doch einfach mal an. Also, du bist Eishockeyspieler, du bist Moderator, du bist Social Host, Coach, Redakteur. Jetzt mal ganz ehrlich, wie machst du das alles? Gibt es von dir mehrere Versionen irgendwo? Klone oder so? Oder? Nee. Ist ja der Hammer. Also ja, erstmal vielen Dank. Ich mache ja nicht mehr alles. Also Eishockey-Karriere habe ich dann irgendwann mit 17, 18 habe ich dann gesagt, pass auf, ich will jetzt Moderator werden. Ich sehe da mehr Perspektive auch drin. Aber das, wenn du mit 6 Jahren anfängst, Eishockey zu spielen, dann ist es in deinem Blut. Also das ist, ich bin deswegen auch die Skates, was du gesagt hast. Aber mit 17, 18 habe ich dann, da saß ich mal im 2100 Dorf in Lonnerstadt und habe zu meiner Mutter ganz wild gesagt, ich will jetzt auch TAF moderieren. Und das war so der Start von dem Ganzen. Okay. Genau. Aber tatsächlich jetzt bin ich in der Medienbranche seit 10 Jahren. Und das ist der Fokus auch eigentlich, aber die Skates, weil ihr von den Videos gesprochen habt, die habe ich tatsächlich immer an. Weil als Eishockeyspieler, du fällst ja nicht hin, sondern es ist alles einfach viel schneller. Ich gehe damit einkaufen, ich gehe zum Zahnarzt, ich habe die immer an. Egal, wo du mich siehst, ich habe die Skates an, außer jemand sagt, ich darf nicht. Ja, okay, selbst dann fahre ich sie. Also es ist, du kriegst sie eigentlich auch vor meinen Fuß runter, sagen wir so, wie es ist. Ja, das ist wirklich krass. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Also ich habe auch mal Hobby-Eishockey gespielt, aber ich würde mir regelmäßig die Haxen brechen, so wie du rumfährst, allein in der Innenstadt. Also jeder, der schon mal in der Innenstadt über die Straße gelaufen ist, der weiß, gerade Fläche ist was anderes und gerade bei Straßenbahnschienen oder so. Aber du hast deine erste in Statistikbüchern erwähnte Saison beim EHC Nürnberg 80 gehabt. 2007 war das. Da hast du Jugendbundesliga gespielt. Wie hast du zum Eishockey allgemein gefunden und wie wurde der EHC auf dich aufmerksam? Also bei mir war das so, dass ich mit 6, glaube ich, ein Mickey-Maus-Heft gelesen habe und dann sind wir da gerade nach Höchstadt gezogen.
in die Gegend, ja, und habe gesagt, ich will das probieren. Und von Sekunde eins, der Trainer hat meiner Mutter gleich gefragt, wie lange ich schon Schlittschuh fahre, weil es anscheinend gut war. Und ja, für mich war das dieses auf den Hintern zu fallen, ich fand das lustig. Also für mich war das von Sekunde eins irgendwie geil, hinzufallen, ja, aufstehen, mhm, weiter, hinfallen, aufstehen, weiter. Und eigentlich, okay, von Sekunde eins Liebe für Eishockey mit Schlittschuhfahren, die Stocktechnik. Also ich war immer derjenige, nach der Schule direkt Schläger in die Hand genommen, gedribbelt, trainiert, Tricks gelernt. Und das war dann, das kam dann über die Auswahl. Also kennt ihr ja sicherlich, ne? Mhm. Also ich bin dann auch zur Bayern-Auswahl gekommen, habe dann, mhm, auch mit verschiedenen Jungs zusammengespielt, die man auch heute kennt. Aber es war erstmal dieser Schritt überhaupt rein in diesen Nürnberger Kreis zu kommen, wo natürlich alle 5, 6 Ligen über dir spielen, weil Höchstadt damals unserer Jugendverein, wir haben in der untersten Liga oder was gespielt. Und das war für mich schon mal eine komplett neue Welt. Ich dachte, wow, krass. Mhm. Also wir sind schon deutlich besser jetzt als in unserer Liga, aber kämpfen wir uns schon durch. Ja. Dann geht's ja weiter, wo du dann plötzlich in den Sommertrainings, da erinnere ich mich heute noch, der Herr Schnabel hat mich dann als Ersten rausgezogen. Ich sollte damals Standumsätzen machen im Sommertraining. Und ich so, was macht der da? Gar keine Ahnung. Habe ich es probiert, natürlich gescheitert. Und er gesagt, gut, wenn du das jetzt beim nächsten Mal nicht drauf hast, fliegst du raus. Da habe ich die Disziplin noch mal mehr gespürt. Aber gut, heimgegangen, habe mir erstmal eine Langhantel gekauft. Und okay, tatsächlich beim nächsten Mal war ich bei den Besten mit dabei, aber es gab natürlich solche Viecher wie den Bernhard Keil damals, der alles zerstört hat. Aber gut. Und da war dann bei dem Einländervergleich, war ich dann, kann ich mich noch gut erinnern, war ich als Backup sozusagen, falls jemand ausfällt. Jemand ist ausgefallen, ich bin reingekommen und bin sozusagen zu meinem ersten Ländervergleich damals nach Südtirol gefahren. Und da waren halt so Jungs wie der Tom Kühnackel mit dabei, der Yasin Elis und solche Jungs. Also in diesem Jahrgang. Und das war für mich halt so die erste richtige Erfahrung, oder wo ich Luft geschnuppert habe mit den wirklich richtig guten Jungs in meinem Jahrgang. Wir sind nach Südtirol gefahren, haben da gegen Venedig und so weiter gespielt. Und dann war ich eigentlich direkt qualifiziert für Graubünden, habe dort auch gespielt mit denselben Jungs. Habe mir danach aber tatsächlich den Arm gebrochen, war eigentlich schon vorgemerkt für die nächsten zwei Ländervergleiche. Und das war ja das Jahr, wo es übergeht in die Nationalmannschaft. Das war kurz vor dieser Auswahl. Und dadurch, dass ich natürlich dann diese zwei letzten Ländervergleiche nicht spielen konnte, war das natürlich dann kein Thema mehr. Also ich habe dann auch nichts mehr gehört. Und dann habe ich für mich gesagt, okay, ich muss jetzt schauen, was ist der nächste Schritt. Es gab verschiedene Jungs, wie der Bernhard Keil, weiß ich noch, in der Dusche hat er zu mir gesagt, ja, komm mal zu uns. Der war aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, in Mannheim irgendwie so. Und ich wollte halt nicht weg aus der Heimat. Ich hatte eine Freundin zu dem Zeitpunkt. Okay. Ich bin ein großer Familienmensch. Habe dann gesagt so, ja, nee. Und dann das nächste bei uns war Nürnberg. Und dann haben wir natürlich Probetraining dort gemacht. Und dann sind wir dorthin gewechselt, zusammen mit meinem Bruder, mit dem Thilo, der auch mit uns zusammen gespielt hat. Thilo Grau, der in Höchstadt spielt. Und das war so der Weg. Und dann haben wir Jugendbundesliga dieses eine Jahr gespielt. Und danach ging es, haben wir dann überlegt, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt in die DNL oder gehe ich zu meinem Heimatverein bei den Erwachsenen in der Bayernliga? Und dann habe ich mich aktiv dafür entschieden, da habe ich gesagt, pass auf, in der Heimat bei den Erwachsenen, da geht es noch ein bisschen härter zu. Das kribbelt irgendwie mehr. Da habe ich gesagt, da lerne ich mehr, schneller, als wenn ich mit Gleichaltrigen spiele. Und das war der Grund, warum ich dann nach Höchstadt mit 16 in die Bayernliga oder was das war, gewechselt bin. Mhm. Ja. So, das war so ein bisschen der Weg. Und das war sehr nice. Also ich würde es jetzt auch rückgängig auch gar nicht anders machen. Da habe ich 2, 3 Jahre Bayernliga gespielt in Höchstadt. Mhm. Ja, und dann habe ich gesehen, dass sehr viele ältere Spieler tatsächlich so mit 40, 45 aus den obersten Ligen irgendwie zurückkommen, danach nebenbei irgendwie auf dem Bau arbeiten und kaum ihre Familien ernähren können. Leider ist es halt der Sport. Ja. Da habe ich dann für mich so überlegt, will ich das? Weil ich habe mein ganzes Leben für Eishockey geopfert, wo ich 4,5 Stunden am Tag trainiert habe, 3 Trainingseinheiten am Tag in verschiedenen Altersklassen bei meinem Bruder und nochmal drüber. Da habe ich für mich gesagt, das ist nicht das Ziel, was ich für mein Leben habe. Selbst wenn ich jetzt wirklich bei den Großen mitspielen würde, ist ja auch nochmal die Frage, ne? Das ist ja auch ein Prozess, wusste ich es trotzdem für mich jetzt nicht. Ja, selbst wenn ich das mache, sieht dann mein Leben vielleicht so aus. Und dann habe ich für mich aktiv entschieden, nee, ich will irgendwie doch mehr. Und das war der Schritt, wo ich gesagt habe, auch wenn ich noch keine Ahnung habe, wie man jetzt Moderator wird, that's the way. Und genauso wie beim Eishockey, ich setze mir ein Ziel und dann baller ich so lange durch, bis
die Leute nicht mehr an mir vorbeikommen. Ich zwänge sie auf. Ja, cool. Ich finde, das ist eine ziemlich reife Entscheidung, weil wir alle wissen ja, eine Eishockey-Karriere kann sehr schnell vorbei sein. Das ist der nächste Wechsel auf dem Eis und die Karriere kann verletzungsbedingt auch irgendwann mal halt over sein. Deswegen finde ich das sehr interessant, diesen Weg. Ich werde nicht Eishockey spielen, sondern Moderator, wie man auch immer darauf kommt. Dann gehen wir später bei mir, drauf. Bei mir war das wirklich, weil beim Eishockey, ich war immer der Jüngste, aber bei mir war es auch immer der, ich war immer derjenige, der vorgeschickt wurde, wenn es darum geht, ey, wir haben gewonnen, Sven, tanz, mach einen Moonwalk auf dem Eis, tanz für die Fans. So. Also dieses Entertainer-Ding hatte ich schon immer drin, mich hat das nicht gejuckt beim Trainingslager, im Restaurant, danach, ich habe alles beiseite geschoben, habe einen Stuhl in die Mitte und habe gestrippt, blöd gesagt, für ein Mädel, die da war. Also für mich dieses Leute unterhalten, das war auch beim Eishockey immer so, egal, auch wenn ich der Jüngste bin, let's go, lass mal ein bisschen Show machen. Voll cool. Waren also auch andere Sportarten irgendwie mal in deinem Interessenfeld? Also viele reden ja von diesem Fußball, was auch immer das ist, aber war das auch mal Thema für dich? Ich glaube, jeder, der in Deutschland aufwächst, kriegt als erstes mal so einen Ball in die Hand gedrückt. Deswegen, klar, ich habe auch bis ich 6 war auch immer Fußball gespielt. Parallel zu der Eishockey-Saison, wenn die aufgehört hat, auch immer wieder in Vereinen mitgespielt und so weiter. Habe mich dann aber immer auch gefragt, ganz ehrlich, wenn wir trainiert haben, was macht ihr da? Das ist doch kein Training. Also wann fängt das Training an? So? Weil wenn wir Scheiße gebaut haben, unsere tschechischen Trainer, die haben einen Schläger ins Kreuz gehauen oder irgendwie uns abgeschossen oder blöd gesagt, uns beschimpft. Ja. Deswegen, ich habe mich immer gefragt, wann fängt das Training an? Was macht ihr hier? Das war so immer auch in der Schule. Dadurch, dass wir so viel trainiert haben, hast du teilweise die Leichtathleten weggesteckt beim Langlauf oder 3000 Meter Lauf, weil wir mussten auch die ganze Zeit, wir wurden auch geschändet, das zu machen. Deswegen, mir hat halt beim Fußball die Mentalität, ging mir echt auf den Sack. Also ich glaube, jeder Eishockeyspieler kennt das auch, wenn er dann auf dem Fußballfeld steht, spätestens nach 5 bis 10 Minuten hat er das komplette gegnerische Team gegen sich. Weil er denkt, das ist kein Eishockey hier. Ja, okay. Also, aber trotzdem, also eigentlich alles, was schnell ist, alles, was gefährlich ist und so weiter, das finde ich geil. Also ich habe letztens mit Jochen Schweizer geredet und habe ihn auch gesagt, kann man, weil ich meinen ersten Fallschirmsprung auch gerne machen würde, habe ich gesagt, ich will den ersten aber direkt alleine machen. Geht das? Er so, ja klar, 2 Tage Vorbereitung kannst du machen. Sowas reizt mich. Aber was jetzt ungefährlich ist, das ist schon wieder zu langweilig, finde ich. Also Skat spielen ist für dich eher... Da bin ich eher raus. Okay. Aber schon mit meinem Dad habe ich das früher auch mal gemacht. Skat gespielt und so weiter, kann man auch mal machen. Ruhiger Abend geht auch mal. Okay, cool. Ja. Du hast gerade schon deinen Bruder angesprochen. Daniel heißt er, soweit die Recherche das ergeben haben. Richtig, ja. Wer von euch beiden ist denn der bessere Eishockeyspieler? Ist mal ganz, weiß ganz neutral genau. Gefragt. Ja, er wird jetzt genau das Gegenteil sagen, aber ganz deutlich ich, ne? Nein, aber er ist wollt nichts anderes sagen. Nee, Spaß. Also man kann es doch, glaube ich, gar nicht so vergleichen, weil er Verteidiger ist, ich Stürmer. Ja. Ich war halt immer fasziniert mit der Technik und der Geschwindigkeit. Und mein Bruder war halt fürs Entsorgen von den Gegnern zuständig. Also wenn jemand sich aufgeführt hat, er war dafür für die harten Checks und die Leute ruhig zu stellen. Das war so sein Job. Und ich habe mich darum gekümmert, die Dinger oben reinzusemmeln in dieses Eck. Starkes Teamwork. Ja, doch. Sehr gut. Ja, du hast ja gerade schon beschrieben, wie es so ein bisschen bei dir angefangen hat mit der Moderatorenkarriere, dass du da dich entscheiden musstest zwischen Eishockey, zwischen deiner Moderatorenlaufbahn. Mhm. Wie war das für dich und wie weh hat es dann auch getan, das Eishockey zurückzulassen, mehr oder weniger? Ich meine, das trägst du immer noch in dir, das sieht man bei dir in vielen Videos, kommen wir ja gleich auch noch drauf. Wie war das so, wie du an dieser Weggabelung standest und dich entscheiden musstest? Ich glaube, das kennt jeder Eishockeyspieler. Das ist natürlich, weil das dein ganzes Leben war. Also ich habe, bis ich 18 war, keinen Schluck Alkohol getrunken. Ich habe meine ganzen Wochenenden, Freitag, Samstag, Sonntag bei Spielen gehangen. Also es gab nichts anderes. Also wenn andere feiern gegangen sind, ich bin auf keine Partys gegangen. Ich habe dem, also Eishockey, allem gewidmet. Und das ist natürlich im ersten Moment irgendwie komisch, wenn das komplett wegfällt. Aber als dann diese Zusage kam für mein erstes Praktikum bei ProSieben, war ich da auch Feuer und Flamme dafür, weil ich gesagt habe, so krass, also es gibt vielleicht doch eine Chance. Oder es ist jetzt doch nicht so unrealistisch wie das erste Mal, wenn man es einfach laut ausspricht auf dem Dorf mit 2000 Einwohnern, wo jeder dich erstmal anschaut. Was willst denn du jetzt? Mach mal was Gescheites. Wird halt Lehrer oder etwas, mit dem du Geld verdienst. Was ist das denn für ein Blödsinn? Also, Und dann aber, ich habe ja dann noch, bis ich 23, 24 war, ja auch in Germering weitergespielt. Auch, ich glaube, Landesliga war das damals. Also ich habe schon geschaut, dass ich trotzdem noch das irgendwo verbinde,
aber dadurch, dass ich auch, wenn ich etwas mache, entweder komplett 1000% oder gar nicht, war es relativ schnell klar, entweder das eine oder das andere. Und für mich war klar, also wenn ich das Moderatoren-Ding mache, dann ist es das und dann werde ich auch meinen Arsch aufreißen und 10-mal mehr machen als alle anderen, um da irgendwie auch schneller hinzukommen als andere. Auch wenn erstmal alle sagen, hey, du sprichst wie ein Bauer, du wirst erstmal gar nichts moderieren hier. Ja. Ja, krass. Genau. Wenn jetzt beispielsweise morgen der Manager der New York Rangers bei dir anrufen würde, würde sagen, Sven, also deine Videos, die sind so krass, das Ganze kriegst du auf dem Eis auch hin. Ich biete dir jetzt einen 5-Jahres-One-Way-Vertrag an. Würdest du den unterschreiben? Ja, wir können ja dann noch so ein bisschen und über ein Entertainment-Paket reden, dass ich dann zusätzlich, zusätzlich noch eine Show oder sowas für die auf die Beine stelle und so weiter. Weil ja. man muss ja realistisch sein. Also auf dem Level, dafür habe ich dann mein Partyleben auch ein bisschen gut nachgeholt. Also ich würde jetzt sagen, ich bräuchte schon ein bisschen, also ein Sauerstoffzelt müsste mir zusätzlich noch hinstellen. Dann kriegen wir das schon hin. Nee, aber es ist, also man verlernt es ja nie, muss man auch sagen. Also es ist tatsächlich eher diese Komponente Kondition, die du einfach ganz klar ausarbeiten müsstest wieder und wirklich reinkommen. Aber Schlittschuhlaufen, wenn du das wirklich von klein auf die ganze Zeit, das verlernst du nicht. Auch stocktechnisch, das ist, man müsste sich nur wieder rantasten, aber ich sehe es realistisch. Also da brauche ich jetzt nicht anfangen in der NHL. Das sollen die Jungs machen, aber ich komme gerne dazu und bringe noch eine fette Live-Show mit da oben drauf. Ja, ich glaube, der Garten ist ja dafür prädestiniert. Also von dem her. Ja. Genau. Also liebe New York Rangers, wir wissen, dass ihr zuhört. Wir geben euch die Nummer vom Sven. Also ich komme, bringe alles mit, TV-Show, ganze Produktion. Ich organisiere euch Tänzer, irgendwelche geilen Musik-Acts und dann machen wir eine ganz, ganz, ganz fette Show. Ja, Deal, machen wir. Kein Problem. Wie oft gehst du eigentlich noch so aufs Eis so in der Woche? Also gehst du regelmäßig? Ich glaube, du hast ja auch so viel zu tun mit ProSieben, richtig? Haut zeitlich wirklich nicht hin. Also es ist wirklich, meine Drehs sind ja auch jetzt nicht wirklich jeden Tag das, dass ich sie abschätzen kann, sondern es kommt oft am Abend ein Anruf, Sven, hast du morgen, wir machen drehen das. Und zum Beispiel jetzt bin ich dann im April einen Monat in Miami zum Drehen. Also deswegen habe ich meine Skates. Meine Skates sind so ein bisschen der Ausgleich, aber ich gehe dann ein paar Mal im Jahr, gehe schon mal wieder aufs Eis, um das fürs Feeling. Aber sonst, ich glaube, die Skates, die helfen mir schon mal ein bisschen mehr darüber hinwegzukommen, weil es ist ja fast wie auf dem Eis. Ja. Wie ist das mit deinem Arbeitgeber? Also du sagst ja bestimmt, hör mal, ich gehe jetzt aufs Eis, gehe Eishockey spielen. Sagt ihr dann, okay, was, wenn du dir ein Bein brichst? Oder du sagst gerade selber, ich mache nur gefährliche Sachen. Zwiebel schneiden und so. Aber kann auch mal sein, dass der Chef sagt, bleib mal lieber nicht auf dem Eis, morgen ist ein wichtiger Dreh. Oder wie, habt ihr so ein Agreement oder gibt es das überhaupt? Ich bin ja selbstständig seit 5 Jahren, deswegen gibt es auch keine Diskussion in dem Sinne. Also solange nicht jetzt ProSieben jetzt um die Ecke kommt und sagt, hey, hier, wir haben jetzt eine die und die Live-Show und das läuft jetzt über die nächsten 1-2 Jahre, dann bin ich trotzdem irgendwo mein eigener Chef und kann es mir selber einteilen. Und dadurch, dass ich diesen Sturkopf vom Eishockey habe, lasse ich mir sowieso sehr wenig sagen, aber von sehr ausgewählten Menschen auf jeden Fall. Also ich schaue da immer genau, wer sagt jetzt zu mir was, zu welchem Punkt, schau mir an, ist er kompetent? Okay, ja, bitte, Kritik, gib. Und dann will ich auch alles hören. Ja. Aber grundsätzlich so, das war auch der Grund, warum ich selbstständig bin, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte mir aussuchen, mit wem ich zusammenarbeite, mit wem möchte ich die Produktion machen. Wer passt menschlich zu mir? Weil das ist auch gerade am Set etwas wie beim Eishockey-Team. Ja. Wenn einer aus der Reihe springt oder einer am Set zum Beispiel schlechte Laune verbreitet, ist die ganze Produktion im Arsch. Und bei dem, jetzt auch bei der Produktion, ist es einfach so, ich bin sehr dankbar, dass ich über die Jahre viele tolle Menschen gefunden habe, vom Kameramann, vom Tonmann, Co-Moderatoren, dass ich mittlerweile ganz genau weiß, mit wem will ich welche Produktion machen. Und dann ist man auch wirklich einfach nur dankbar, wenn man so eine Show machen darf. Und das sind einfach nur nette, coole Leute, die sich gegenseitig pushen und supporten wollen. Und ich glaube, das habe ich viel vom Eishockey. Ich würde sagen, auch eigentlich alles, meine ganze Mentalität und alles, was dieses als Team agieren angeht, habe ich komplett vom Eishockey mitgenommen. Aber trotzdem auch dieses gerade in dein Gesicht, dass ich mir auch in bestimmten Punkten nichts sagen lasse und dann genau weiß, das will ich und so mache ich das. Und gerade in der Medienszene, wo auch viele Leute vielleicht hintenrum irgendwie reden und so weiter, das gibt es bei mir nicht. Bei mir weiß jeder ganz genau, was ich von jemandem halte oder wie auch immer. Ich versuche alle zu pushen, wir sind ein Team. Und all die anderen, die will ich dann einfach aber auch nicht da haben. Dann, da bin ich auch direkt und ehrlich und sage so, passt halt nicht. Und bei euch,
euch liebe ich, bleibt auf jeden Fall da. Das ist ja cool. Also wenn noch jemand für deine Eishockey-Abteilung brauchst, ich bewerbe mich hiermit offiziell. Gerne, let's go. Let's go, let's go. Ja, es ist ja auch eine gewisse Art von Selbstdisziplin, die man braucht. Das ist ja was, was du ja auch sicherlich mit Eishockeyspielern gemeinsam hast, ne? Also mit Sportlern in general. Genau, ich glaube, viele Profisportler aus verschiedenen Bereichen, die kennen das, aber auch gerade beim Eishockey, muss ich sagen, du hast oft auch, vielleicht kommst du mal mit einem Trainer nicht klar, der setzt sich dann 7, 8 Spieler auf die Bank, weil es einfach irgendwie nicht vibet unter euch, und da lernst du diese Disziplin trotzdem durchzuziehen, wenn es nicht läuft. Und ich hatte auch öfter mal Streitereien mit Trainern, wo ich anderer Ansicht war, wo ich mir dann Sachen anhören durfte, wo ich vielleicht dachte, so, ja, stimmt jetzt vielleicht aber nicht so. Und du lernst dieses, dir trotzdem wieder den Platz zu erkämpfen und trotzdem wieder Gas zu geben, auch wenn es Draining ist und dich das wirklich auch an manchen Punkten wirklich abfuckt. Aber das ist genau in der Medienszene. Die ersten 5 Jahre waren ja nicht so, dass ich komme rein und, ah, geil, haha, hier sind Shows, hier ist, wenn willst du das machen, willst du das? Sondern es war halt wirklich eher so, du kommst hin, erstmal sagt dir jeder, das wird sowieso nicht funktionieren, du wirst eh nichts moderieren hier, sag mal ehrlich. Du redest wie ein Bauer, habe ich vorhin schon gesagt, habe ich öfter gehört. Und dann lernst du halt, okay, aber was kann ich machen? Holst dir Tipps von verschiedenen Leuten, nimmst Sprechtraining, Kameratraining, solche Sachen. Und dann lernst du halt damit umzugehen auch, dass die Leute sehr viel versprechen und einfach nichts halten. Ich bin 3-mal zu meinen Eltern gezogen, wieder, weil mir irgendjemand wieder was versprochen hat. Und dadurch lernst du die Menschen irgendwann zu lesen. Wer hält sein Wort? Wer gibt Gas? Aber ich war halt oft auch vor dem Nichts gestanden. Hm. Praktikum 2 Monate bei RTL Hessen damals. Und jetzt? Keine Ahnung. Schau mal wieder rum. Hier bewerben. Was studieren? Keine Ahnung. Weil es gibt ja, und das ist das Dumme, es gibt nicht wie beim Eishockey Ligen. Du steigst auf, boom, nächste Liga. Du steigst auf, bist besser, nächste Liga. Sondern es ist halt wirklich so dieses Undurchschaubare manchmal, wo du sagst, okay, ich mach das. Okay, aber da gibt es noch 10 andere Möglichkeiten. Wie mache ich das jetzt? Also es ist wirklich so ein Durchschlängeln und versuchen, Reputation aufzubauen, besser zu werden, mehr zu machen, Netzwerk aufzubauen, selber auch eigene Formate zu kreieren und irgendwie nach und nach sich hochzuarbeiten. Aber man braucht wie beim Eishockey diese Disziplin, diese Ausdauer und auch den Glauben daran, wie beim Eishockey, wenn du ein Spiel verlierst, wieder ein Spiel verlierst. Warst eigentlich viel besser, kassierst in der letzten Minute wieder ein Tor. Denkst du so, das kann doch nicht sein. Aber dann gehst du ja auch nicht zum Schiri und sagst, oh Schiri, das war unfair, können wir es nochmal machen? nochmal? Mhm. Sondern das habe ich halt gelernt, wo ich sehr oft viele Angestellte sehe, die dann versuchen, sich beim Chef zu beschweren und so weiter. Und ich versuche, und das habe ich zum Glück durchs Eishockey gespielt. Ich habe keinen Konkurrenzdenken, ich habe keinen Neid. Wenn jemand den Job oder eine Stelle irgendwie bekommt, sage ich, geil, okay, dann muss ich mich reflektieren, was kann ich besser machen? Wie kann ich jetzt zum Beispiel diese Stelle anders bekommen, wenn er es so bekommt? Yeah. Was kann ich von den anderen lernen? Genauso schaue ich mir bei guten Spielern damals, Tom Kühnackel zum Beispiel, bestes Beispiel. Wir hatten dieses Training vom Ländervergleich. Und ich musste dann als Verteidiger, obwohl ich immer Stürmer war, plötzlich Verteidiger sein. Er läuft auf mich zu. Ich so, habe ich jetzt eh, wollte schon stechen. Boom, schiebt das mir durch die Beine, ist schon beim Tor. Ich so, was machst du denn jetzt? Und da lernst du nochmal auch wieder deinen Platz kennen, wo du sagst, okay, das ist ein krasser, das ist ein krasser Typ, okay. Aber dann schaue ich mir ab, was der da gerade macht. Oder auch Yasin Elis damals. Ich meine, wie alt waren wir? 14, 15. Der war so schnell und ich dachte, das gibt's ja nicht. Wie schnell ist der? Der ist jetzt noch doppelt so schnell. Wahrscheinlich. Ja. Ich glaube auch die Jungs, ich habe letztens mit einem Bernhard Keil auch geschrieben, der kannte mich, glaube ich, auch gar nicht mehr, weil das war ja zu den Zeiten noch mit der Auswahl. Aber ich kann mich schon noch sehr, sehr gut an erinnern, weil die sind halt einfach rausgestochen, die Jungs. Die waren wirklich gut und sind es heute noch. Weil du jetzt gerade ganz viele Nationalspieler auch angesprochen hast, wie intensiv verfolgst du denn noch das deutsche Eishockey? Ich kann es einfach nur immer so sagen, wie es bei mir als Spieler war. Mich hat das nie, also ich weiß nicht, ob das dumm ist oder wie auch immer, aber mich haben Statistiken, wer wo spielt, mich hat das nie interessiert. Ich war so einfach, in der Zeit wollte ich lieber selber trainieren, besser werden. Ja. Ich will spielen. Auch wenn ich verletzt war und zuschauen musste, das war die schlimmste Strafe überhaupt für mich, dass ich jetzt nicht spielen darf oder nicht spielen kann, der Mannschaft nicht helfen kann. Deswegen, wenn dann jemand um die Ecke kam oder einer, wir hatten den Salzi bei uns in Höchstadt, der alle Statistiken von 1980 konnte auf sich so, und der Dings, der hat da und da die und das Tor geschossen. Ich,
Ja, okay. Gegen wen spielen wir heute? Ja. Ding rein. Fokus, cool. Fokus. Ja. Deswegen, ja. Ich bewundere auch, ich habe ja über die Jahre auch zum Beispiel auch immer wieder Interviews bei Pressekonferenzen in der ersten Bundesliga und so weiter gemacht. Für mich auch mal interessant, mal auszufiggern, okay, wie läuft das ab? Und ich war da immer sehr, ich wurde da relativ schnell immer aggressiv, weil ich mich die Fragen als, ich habe mich immer in den Sportler reinversetzt und ich habe mich für den Sportler geärgert, dass ihnen jetzt solche Fragen gestellt werden. Und da habe ich immer gesagt, was stellt ihr für Fragen? Also das ist wirklich, deswegen, ich könnte schon allein deswegen kein Sportjournalist sein, weil, okay. weil das wird mich nerven, die Fragen und was da gestellt werden. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen wollte, aber ja, genau. Ja, das also war, ich glaube, es ging darum, ob du die DEL irgendwie genau, verfolgst. Aber genau, das sollte jetzt, um den Bogen zu spannen, ja. Genau. Ich verfolge im Prinzip gar nichts, muss man auch sagen. Ja. Okay. Wenn jetzt doch mal die Eishockey-Nationalmannschaft spielt, dann sitze ich doch immer wieder mal mit meinem Dad da, wir schauen uns das ein oder andere Spiel an oder verfolge mal, was die Jungs, mit denen ich mal zusammengespielt habe, wie es bei denen so läuft. Oder jetzt auch, wenn jetzt Tim Stützle oder Seider jetzt als junge deutsche Spieler in die USA kommen, das fasziniert mich und freut mich dann extrem, wenn ich sowas sehe, dass junge deutsche Spieler auch Fuß fassen in Amerika. Da denke ich mir, geil, da tut sich was, da entwickelt sich was und davon würde ich gerne mehr sehen. Oder Leon Dreiseitel zum Beispiel, wenn ich sehe, was, wie der abräumt mit Connor McDavid, denke ich mir so, wow, geil, als deutscher Spieler so auf dem Level, heftig. Ja. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Recherche auch betrieben bei dir auf dem Instagram-Profil und da sind mir ein paar Videos aufgefallen. Das Schweizer Eishockey scheinst du ja doch ein bisschen zu verfolgen. Zumindest sieht man in einigen Videos, wie du einen Hoodie vom EV Zug anhast. Genau. Ist das einfach, bist du Fansympathisant oder hat dieser Hoodie einfach nur Style? Der hat auf jeden Fall Style, deswegen habe ich ihn an. Aber tatsächlich habe ich den geschenkt bekommen von einer Kundin aus der Schweiz tatsächlich. Und die wusste, dass ich Eishockey gespielt habe und hat mir den geschenkt. Ja. Ich habe mir dabei jetzt nicht groß was gedacht, den habe ich angezogen. Aber wie gesagt, sonst, ich bin jetzt nicht wirklich, war jetzt nie Fan von irgendwie einer Mannschaft. Meistens, wenn meine Trainer gespielt haben, das war für mich interessant. Als ich noch ganz klein war, so eine kleine Hosenscheiße mit 6, 7 Jahren und meine Trainer waren auf dem Eis, haben gespielt, da war ich dann auf dem Plexiglas gestanden, abgeklatscht, da war ich richtig stolz. Weil ich dachte so, geil, meine Trainer, oh, morgen stehe ich wieder mit denen auf dem Eis. Da war ich schon irgendwo Fan. Aber es ging irgendwie nie weiter hinaus, als dann, dass ich jetzt Vorbilder hatte in der ersten Bundesliga, sondern eher, wo muss der Puck rein, wen muss ich umhauen, let's go. Okay. Okay, oder, von wem kassiere ich eine Bombe? auch gut. Ja. Auf Instagram hast du einige Videos hochgeladen und zeigst, wie filigran das Inline-Skaten laufen sein kann. Wie kam es dazu? Und nimmst du das mit einer Drohne auf? Oder wie funktioniert das Ganze? Es sieht ja mega aus. Also die erste Zeit, ich habe die ersten paar Jahre gar nicht gefilmt, sondern ich habe das einfach wirklich als Fortbewegungsmittel genommen und habe hab die dann immer weniger weggelegt, sondern auch selbst, wenn ich mich mit meinen Freunden getroffen habe, hey, wir gehen auf einen kurzen Spaziergang, dann sage ich, ich komme mit den Skates. Die so, nein, zieh die aus, ist doch voll blöd. Dann rollst du so komisch nebenher. Ich so, nee, zieh ich an. Und dann irgendwann habe ich dann diese 360, oder einmal habe ich mit dem Handy mal ein Video gemacht, habe aber gemerkt, das wird super kompliziert, das wackelt, könnte sein, dass mein Handy runterfällt und dann habe ich gesagt, lieber nicht mehr, aber habe die Reaktion online gesehen, dass es, für mich ist es ja normal, also für mich dieses Durchmenschen, also das Menschen sind für mich wie auf dem Eis, wie Pylonen, du gehst halt durch, schlängelst dich durch und so weiter, es läuft sowieso alles in Zeitlupe ab, alles langsamer, weil auf dem Eis will dich ja jemand umhauen. Und deswegen im normalen Straßenverkehr will das ja hoffentlich keiner. Und deswegen ist es für mich die auch eine sichere Variante, so zu fahren, weil du siehst dann auch, okay, da vorne kommt vielleicht was, du nimmst ein bisschen mehr Abstand und so weiter. Aber irgendwann habe ich dann gesehen, Reaktionen sind ganz interessant. Das ist vielleicht doch nicht ganz normal für Menschen, dass ich da so rumfahre. Habe auch immer, man merkt auch die Blicke, wenn du dann vorbeidüst, die drehen sich alle um. Was war das denn? Ja. Okay. Und dann habe ich angefangen, die 360-Grad-Kamera, die ist auf dem Stativ, die fährst du aus und, und rechnet automatisch alles weg. Deswegen sieht das manchmal so aus, als würde ich eine Drohne mit mir rumfliegen. Mhm. Genau. So fancy ist es leider nicht. Ich wollte euch, ich hätte jetzt sagen können, ja, ich habe immer so ein Flugzeug von mir fliegen, was mich dann so als Begleiter. Leider nein. Vielleicht irgendwann. Okay. Red Bull, wenn ihr mal irgendwas mit Sommer machen wollt, das können wir machen. Ja, cool, super. Nee, aber das und da habe ich das erste Mal dann auch gesehen,
wenn du mit einer 360-Grad-Kamera fährst, dann kannst du im Nachhinein nochmal sehen, was, wer, wie reagiert hat. Und das finde ich immer so spannend, dass du dann siehst, die einen sind erstaunt, die anderen lästern über dich, weil sie irgendwie komisch finden, dass du jetzt mit den Skates da unterwegs bist. Die anderen finden es vielleicht sogar cool. Die anderen denken sich so, juckt mich gar nicht, jetzt geh mal weg. Aber das fand ich so spannend mit der 360-Grad-Kamera. Deswegen habe ich das irgendwann angefangen. Und kam bisher ganz gut an. Also krieg da immer wieder mal Nachrichten dazu. Aber ich denke mir halt immer wieder, ich fahre ja eh den ganzen Tag. Manchmal nehme ich halt dann die Kamera mit. Okay. Ja. Hast du eine, also oder anders gefragt, läufst du die Strecke vorher ab und sagst, da vorne, da kommen Kopfsteinpflaster, da kommen Straßenbahnschienen, da muss ich ein bisschen gucken, oder gib ihm und Vollgas? Ich wohne ja in München, deswegen kenne ich hier ja eh schon alle Ecken eigentlich in- und auswendig und irgendwie landet man eh immer bei der gleichen Strecke. Deswegen muss ich das gar nicht so. Aber wie gerade schon gesagt, es ist einfach so, man hat ja irgendwie so ein Gefühl für Inliner. Egal, was kommt, du reagierst ja eh. Also es ist einfach im Blut. Mhm. Ich glaube, jeder Eishockeyspieler, der von klein auf spielt, das könnte wahrscheinlich jeder da einfach durchbrettern, dem wird nichts passieren. Gefährlich ist eher langsam fahren, so blöd es klingt. Weil dieser, wie du sagst, der Bordsteinpflaster, du bleibst nur hängen, wenn du langsam neben deinen Freunden, weil sie spazieren gehen wollen, langsam nebenher wärst. Das ist gefährlich. Deswegen fahrt einfach alleine. Und dann passiert auch nichts. Dann passiert auch nichts. Okay. Selbst wenn kleine Steinchen kommen oder irgendwas ist, du fährst da einfach drüber. Und wir haben uns auch teilweise, ich hänge mich auch immer wieder mal ins Auto von Kumpels von mir. Da haben wir so, das Maximale war 80. Nicht nachmachen an der Stelle. Ich habe auch Ärger von meiner Mom bekommen, der hat auch gesagt, dass ich es nicht machen soll. Aber es funktioniert und selbst da passiert nichts. Don't try this at home. Don't try this at home. Ja, cool. Aber es ist auch ganz witzig. Mein Eishockey-Trainer damals hat gesagt, je schneller du bist, desto stabiler bist du auf dem Eis. Ist so. Ich wollte es nicht wahrhaben, aber er hatte wirklich recht. Also je schneller du bist, desto stabiler bist du in den Kurven auch. Ja, und vor allem selbst, ich hatte ja dann immer diese großen Brocken vor mir als Verteidiger. Der einzige Asset, den ich ja habe als jemand, der ja schlanker ist, Geschwindigkeit. Wenn der steht und hat zwar seine 120 Kilo, aber ich komme mit 300 Sachen gefühlt da drauf hinzu, dann zerlege ich den auch. Schwierig wird es für mich, ich stehe und der Typ nimmt Anlauf, ist zwar ein bisschen langsamer und trotzdem betoniert es meinen Kopf in die Bande. Hatte ich auch schon oft. Also wie viele Knockouts ich hatte, wo ich in der Kabine aufgewacht bin, ist halt so. Gehört dazu. Okay. Ja. Krass. Also Verletzungen gehören halt dazu, das weiß ja auch jeder. Ja, klar. Ich habe deine Videos nochmal angesprochen, die schauen nicht nur sehr gut aus, deine Technik beim Inlineskating sieht fantastisch aus. Und danke. Du hattest auch ein Video gepostet, weil da anscheinend ziemlich viele Fragen gekommen sind, was das denn für Inlineskates sind. Das sind sogar besondere, ne? Das sind ja eigentlich Eishockey-Skates, die du irgendwie ummodelliert hast, oder gibt es die so? Die gibt's so zu kaufen. Ich meine, alle, die Inline-Hockey spielen, kaufen sich die ja auch. Es ist im Prinzip der gleiche Schuh wie beim Eishockey. Und da, ich würde mich unwohl fühlen, wenn ich jetzt irgendwie einen normalen Inline-Schuh, den jeder kennt, von verschiedenen Brands jetzt tragen würde. Schuh ist viel zu schwer. Und das, was sich für mich wie ein Turnschuh anfühlt, ist der Eishockey-Schuh. Ja. Und deswegen sind das einfach so die typischen Bauer-Vapor-Schuhe. In meinem Fall sind es halt die X2.7. Die gibt es dann so kaufen. Das Einzige, was ich verändere, sind dann die Rollen. Da habe ich so Labeda Gripper Soft Rollen drauf, weil die sich besser auf der Straße anfühlen, beziehungsweise auch länger halten. Müssen sie auch. Und dann halt APEC 9 Kugellager rein, dass sie halt richtig rollen, weil in der normalen Ausstattung sind das ja immer die ganzen Standard-Dinger. Ja. Aber ich will ja noch schneller fahren, deswegen. Das ist eigentlich so die beste Ausstattung. Und die halten auch ein Jahr, also es geht dann schon. Yeah. Die sehen am Ende der Saison wirklich wie komplett zerfetzt aus, aber es funktioniert trotzdem. Okay, krass. Jetzt kommen wir mal von der Straße weg und noch mehr ein bisschen zu dir. Du hast nämlich Phonetik studiert und Deutsch als Fremdsprache gewählt. Was genau ist das und warum Deutsch als Fremdsprache? Hä? Also im Prinzip das Ding war, als ich zu ProSieben gekommen bin, habe ich ja gesprochen wie ein Franke. Ich habe gesagt, Alter, Fralle wird halt gerne moderieren, kannst du mal schauen Sie mal hier. Und da haben sich alle natürlich, logischerweise, also heute mit dem Blick drauf, denke ich ja so, ja, okay, was willst du denn? Ich würde wahrscheinlich genauso. Also mein Chef, mein erster bei ProSieben, hat so gesagt, also Sven, so die nächste Sexy, du wirst gar nichts moderieren. Also du musst Sprechtraining nehmen, Kameratraining. Und ich so, was ist das? Keine Ahnung. Und dann hat er mich zu seinem
damaligen Coach Uwe Hackbart und Egolf von Lerchenfeld. Seit 25 Jahren haben die alle großen Moderatoren irgendwie gecoacht. Mhm. Und ich konnte mir darunter erstmal gar nichts vorstellen, weil ich gedacht habe, was soll das denn jetzt bringen? Ich kann ja sprechen. Also ich spreche ja Deutsch. Also was soll jetzt der Unterschied sein zum Moderator? Also ich bin ja auch selbstbewusst, ich rede viel. Passt doch. Mhm. Aber hat nicht gepasst. Und auch als ich zu meinem Sprechtrainer hingekommen bin, hat er auch zu mir gesagt, ey, Junge, du redest wie ein Bauer nach zwei Sätzen. Ich so, wieso sagt mir das jeder? Ist ja okay, ich hab's verstanden. Ist okay. Können wir jetzt irgendwie zum Punkt kommen, dass ich's lerne oder irgendwas? Fake News. Genau. Aber nach der Stunde habe ich's verstanden dann. Also der hat mir dann gezeigt, wie ein Radiomoderator oder ein Moderator klingen muss, dass das wirklich die cleanste Variante von allem sein muss, dass es angenehm klingt. Weil jede Nuance, die irgendwie falsch ist, die Leute, auch wenn sie sich nicht damit auskennen, die hören das. Von der Aussprache, von der Betonung, von den Pausen, von der Gestik, von der Mimik, von der Stimmlage und allen drum und dran. Das war für mich erstmal, okay, krass. Aber hat mich wie beim Eishockey motiviert. Das war dann so dieses, ach geil, da hat jemand eine Übung, mit der ich da hinkommen kann. Und dann war ich wirklich, bin aus der Stunde rausgegangen. Er hat zu mir gesagt, 1,5 Jahre brauchst du, bis der Dialekt wird. Ich so, auf gar keinen Fall. Bin in die U-Bahn reingestiegen, habe sofort Leuten zugehört, die sagen, sie sprechen, weil ich habe sprechen gesagt. Sprechen. Wie sagst du das? In der Themenkonferenz von ProSieben habe ich gestottert. Mein Bruder hat mich beschimpft am Telefon, dass ich nicht ordentlich rede. Aber 2 Wochen später habe ich meine 2. Stunde gehabt und er hat zu mir gesagt, krass, du hast gar keinen Dialekt mehr. Und das war so für mich der erste Mal, wo ich gesagt habe, du kannst innerhalb kürzester Zeit was ändern. 2,5 Monate später hatte ich ein Meeting beim Chef von ProSieben Max und der hat dann auch zu mir gesagt, ja mega, du hast ja gar keinen Dialekt. Und dann hat er mich kennengelernt und 3 Monate später hatte ich so meine erste Kindersendung, die ich moderieren durfte bei ProSieben Max. Und das war so für mich gesehen, geiler Trainer, coole Übungen. Und dann das Ergebnis zu sehen, okay, man kriegt da doch irgendwie eine Stelle, man kommt voran. Und das war für mich, schön zu sehen, dass dieses Kommunikationstraining wirklich etwas ist, was eigentlich jeder für sich anwenden könnte oder sollte, weil es dir eigentlich in allen Lebenslagen hilft. Und dann habe ich zwischendrin, weil du gesagt hast, diesen Studium, das habe ich eigentlich nur reingeworfen, da war ich ja schon 2 Jahre irgendwie dabei. Ja. Weil ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich irgendwie eine Lücke, fängst halt irgendwas an zu studieren, was kein NC hat, weil mein Abi war wegen Eishockey natürlich auch nicht das Beste. Aber ich hatte eins. Aber! Zement mal. Und dann habe ich das einfach gemacht, weil das am nächsten dran war, ohne NC, was man hätte studieren können. Und Phonetik war im ersten Semester ja interessant. Phonetik ist ja eben die Sprachlehre, also heißt wirklich das, was ich ja gelernt habe im Kommunikationsring, nochmal in der Tiefe, dass du lernst, wo werden verschiedene Laute produziert, du lernst den Kopfaufbau, du lernst auch Sonogrammen, also heißt aus dieser Audiospur rauszulesen, was jemand sagt. Aber ab dem 2. Semester war es nur noch Theorie und ich so, nee, das bringt mir nichts. Ich muss Netzwerk aufbauen, ich muss eigene Produktion an den Start bringen und da verliere ich nur Zeit. Und das war eine logische Entscheidung für mich, dass ich gesagt habe, nee, dann bin ich raus. Hauen wir es weg. Mhm. Und Deutsch als Fremdsprache ist nur die Erweiterung. Also es hat nichts damit zu tun, dass ich kein Deutsch kann, sondern ist es eher damit, es hat eher was damit zu tun, dass du verstehst, warum andere aus anderen Ländern Deutsch nicht verstehen und warum. Also es ist mehr Kulturwissenschaften, Hermeneutik, solche Sachen, dass du andere Kulturen besser verstehst und verknüpfst es mit Phonetik, dass du das auch anderen vielleicht beibringen kannst. Aber es ist zu theoretisch am Ende des Tages gewesen. Genau. Okay. Ja. Es gibt ja mittlerweile immer mehr Podcasts in Deutschland, nicht nur in der Eishockey-Bubble, das hast du vielleicht auch schon mitbekommen. Gibt es irgendwie so, ja, Tipps, wer einen Eishockey-Podcast starten möchte oder allgemein einen Podcast starten möchte, worauf man achten sollte? Klar, auf die Hardware, das, was wir hier auch haben, das ist völlig klar, aber so ein Mindset irgendwie zu entwickeln, wir kommen gleich mal so ein bisschen auf dieses Coaching zu sprechen. Aber hast du da vielleicht irgendwie jetzt einen Tipp, der gerade zuhört, mal so ein Podcast wäre ganz cool, aber was brauche ich dafür im Kopf? Also ich kann ein perfektes Beispiel nehmen. Die Dr. Cordelia Schott, die hat einen Podcast, der heißt Gesundheit kannst du lernen. Ist mittlerweile in 2 Jahren Top 5 in dem Sektor Medizin geworden. Und Cordelia habe ich vor 2018 in L.A. kennengelernt. Da war sie auf einem meiner Workshops. Und sie hat sich am Anfang, also sie ist ja Ärztin, hat gesagt, ja, ich würde gerne noch mehr Menschen mein Thema zugänglich machen. Und das hat vielleicht ja jeder, der vielleicht zuhört, ist bei dem einen ist Eishockey, bei dem anderen, der hat Tipps zu Selbstbewusstsein, der andere zu Dating, der andere zu irgendwas. Wenn man was zu sagen hat, wo man sagt, ich möchte den Leuten Mehrwert bringen, dann finde ich, jeder hat das Recht, den Leuten zu helfen. Warum nicht?
Und dann habe ich auch mit, haben wir, sind wir aber hingegangen bei ihr und haben sind strategisch reingegangen. Erstmal ist sie bei mir ins One-on-One-Training gekommen, weil sie sich natürlich unsicher gefühlt hat. Das kennt jeder vielleicht aus dieser Clubhouse-Zeit. Du gehst rein, jetzt soll ich reden plötzlich, ich habe nur die Stimme. Da wird jeder nervös. Und das war bei mir genauso. Am Anfang habe ich auch Aufnahmen gemacht, 1000 Versuche und es war trotzdem irgendwie blöd. Also ich konnte mich selber auch nicht anhören. Und das ist eigentlich das, was man oft hört. Und da habe ich mit ihr eigentlich die Übungen, die ich auch gemacht habe, weil ich kenne das. Ich bin durch, von null musste ich mir jede Kleinigkeit ganz im Detail beibringen. Und deswegen kann ich mich in jeden reinfühlen, der jetzt sagt, ey, ich starte gerade einen Podcast. Okay, wie gehen wir rein? Und weil du jetzt zumal gesagt hast, Mindset. Ich finde, das Mindset kommt vom Selbstbewusstsein, sich Selbstbewusstsein. Und das Beste, die beste Möglichkeit, das zu trainieren, das ist, ich gehe das an wie beim Sport. Es ist Training. Auch Podcasten. Ihr werdet wahrscheinlich, wenn ich habe vorhin gehört, ihr macht es 3 Jahre. Wahrscheinlich seid ihr jetzt auch lockerer als vor 3 Jahren, oder? Ja. Ich kann mir vorstellen. Nicht die erste Folge an, bitte scrollt nicht runter. Schrecklich. Schrecklich. Das ist genau das, was man auch denkt. Jetzt mal Technik vorweggenommen oder rausgenommen. Es ist tatsächlich. Im Endeffekt, wenn du allein jetzt mal anfängst, du nimmst dein Handy und stellst es mal 5 Minuten am Tag hin, redest 5 Minuten in die Kamera und schaust es dir an und überlegst dir, okay, was finde ich jetzt cool, was finde ich blöd? Nicht nur sagen, was finde ich blöd, sondern was finde ich gut? Was ist vielleicht, wo bin ich denn authentisch? Und man kann das ganz einfach überprüfen. Stell mal das Handy zum Beispiel, wenn du mit deinen Jungs auf der Couch sitzt, einfach mal hin, lass mal laufen. Überprüf dich mal, vergleich das mal. Wie bin ich zum Beispiel privat? Mache ich da irgendwelche großen Gesten? Wie rede ich? Rede ich zum Beispiel aufgesetzter, wenn ich jetzt einen Podcast aufnehme? Oder bin ich gleich, wie wenn ich privat bin? Und wenn du das immer wieder machst, dass du dich überprüfst, dass du dir das anschaust, bist du dir automatisch bewusster darüber, was du eigentlich machst. Und das ist, daher kommt dann auch dieses Mindset oder dieses Selbstbewusstsein, wo du sagst, okay, easy, läuft. Aber viele scheitern schon da, dass die dann eben am Ende sagen so, okay, nee, ich höre mich jetzt nicht so gut an, ich traue mich nicht. Aber es ist normal, weil man will ja natürlich immer gut rüberkommen. Bei Cordelia war es genauso. Wir haben dann aber wirklich, wir sind dann hingegangen und man sollte sich wirklich ein Konzept machen. Basti Heinlein hat zum Beispiel mir geholfen, der ist ehemaliger Programmmanager bei ProSiebenSat.1. Der hat auch für Joko Klaas verschiedene Shows gemacht und für verschiedene andere große Künstler in Deutschland, hat verschiedene Fernsehpreise gewonnen. Und ich habe gesagt, du bist ein Experte in Formatentwicklung. Und das war geil, dass er dabei war, weil er hat dann auch zur Cordelia gesagt, okay, wie könnte dieses Format zum Beispiel aussehen? Man sollte wirklich, und seine Kernaussage war, was für ein Versprechen gebe ich dem Zuhörer? Das muss genau auf den Punkt sein. Also wenn ich jetzt, egal bei euch Eishockey-Blog, dass ihr zum Beispiel sagt, die intimsten Versprechen aus dem Eishockey, keine Ahnung, irgendwas. Aber das da zum Beispiel wie bei Cordelia, Gesundheit kannst du lernen, ist eine ganz klare Ansage. Sie will dann zum Beispiel auch die Freundin von nebenan sein, die dir die ärztlichen Tipps gibt. Cool. Und dadurch hat sie, und die Konstanz ist dann das Nächste, was egal ob Social Media, egal irgendeine Plattform, dass du wirklich sagst, einmal die Woche und dann bist du jede Woche da. Ohne Wenn und Aber. Jede Woche kommt was, dass sich die Leute verlassen können drauf. Das ist schon mal das Erste. Und dann wirklich nicht, dass man so denkt, hey, es soll um mich gehen, sondern nein, was für einen Mehrwert hast du für die Leute? Weil allein das nimmt dir jetzt schon mal diesen Druck, ich muss perfekt reden, ich darf mich nicht versprechen, sondern konzentriere dich darauf, was möchte ich den Leuten mitgeben? Was für Mehrwert habe ich für die? Oder wenn ihr jetzt Interviews führt, welche geilen Fragen kann ich dem Typen jetzt gegenüber stellen? Wie zum Beispiel die Jungs von Hot Ones auf YouTube, die ja mit, während sie Hot Wings essen, den Superstars Fragen stellen, die sie noch nie in ihrem Leben gehört haben. Auch das ist zum Beispiel eine Art und Weise ranzugehen und zu sagen, ey, ich kreiere da einen Mehrwert, weil selbst der Star sagt so, boah, krass, die Frage habe ich noch nie gestellt bekommen, mega. Und das hat dazu geführt, dass bei Cordelia jetzt, wie gesagt, innerhalb der 2 Jahre Top 5 Podcasts im Bereich Medizin. Und ich habe auch zu ihr gesagt, warte nur, ein TV-Sender wird irgendwann anklopfen und sagen, so können wir dich mal als Expertin. Und genau das passiert. Die war jetzt bestimmt 15 Mal irgendwie bei Punkt 12 als Expertin bei Katja Burkhardt und ist immer wieder selber erstaunt von diesen, ich traue mich nicht so wirklich ran, Social Media noch nie gemacht, zu, ich mache Instagram, ich mache meinen Podcast und die Sache läuft und hat sich jetzt, hat glaube ich 150.000 Zuhörer jeden Monat mittlerweile und das innerhalb dieser kurzen Zeit und das ist für mich auch immer schön zu sehen, dass die gleichen Sachen, die bei mir geholfen haben, auch anderen hilft und dass sie dann selbstbewusster sind oder eben dann eben sich so eine Plattform aufbauen wie bei Cordelia, was einfach nur krass, aber auch, weil sie so viel gearbeitet hat dafür. Ja, ist ja krass, also krasse Story dahinter. Und Helmut, 150.000 Hörer, die haben wir ja auch fast, ne? Ja. Jede Woche. Also klar.
Wo du gerade Joko und Klaas angesprochen hast, also aus der Redaktion kam eine brennende Frage und wir müssen sie hier stellen. Natürlich. Sorry, Sven, aber rein, wie rein. Gut können die beiden Schlittschuh laufen? Boah, das kann ich. Ich kenne Joko Klaas tatsächlich nicht ganz persönlich. Ich habe den Klaas nur mal bei dem New Brands Award gesehen, aber wir haben noch nie miteinander gesprochen. Also wir sind immer wieder mal auf den Events, aber sie sind ja meistens in Berlin und produzieren mit ihrer Produktionsfirma. Ich habe nur dieses eine Video von Joko gesehen, als er diesen Check kassiert hat. Habt ihr das gesehen? Bei Duell um die Welt, wo ein Profispieler, war das mit München oder wo haben die das? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß nicht, kann sein, aber müssen wir nochmal in den Archiven gucken. Auf jeden Fall weiß ich, dass er sich, er hat sich ordentlich verletzt bei diesem Stunt. Also da hat er, glaube ich, mal das erste Mal so ein bisschen die Härte vom Eishockey kennengelernt. Ja. Aber schadet nie, dass man mal so ein bisschen was abbekommt. Deswegen, also war doch für die Zuschauer Entertainment war das doch ein schönes Ding. Auf jeden Fall. Wenn man dir auf Social Media folgt, dann bekommt man ja schon so eine Idee, vor allem bei deinen Stories, was du so die ganze Woche machst. Das sieht ja schon sehr busy aus. Kannst du uns da mal exemplarisch durch eine Woche mitnehmen? Was machst du da die Woche alles? Du hattest ja vorher schon mal angerissen, dass eigentlich keine Woche wie die andere ist, aber trotzdem gibt es Routinen bei dir. Also es ist so, dass ich mache ja seit 5 Jahren die TAF-Geschichte. Also ich bin online, ich bin Online-Face und mit meiner Kollegin, mit der Jasmin und unserem Online-Team kreieren wir halt extra Content zusätzlich zur Show. Das ist dann, da stimmen wir uns aber auch ab. Das heißt nicht, dass wir jede Woche drehen, sondern dass wir halt vereinzelt, wir machen es uns aus, haben dann so 4 bis 10 Drehtage, je nachdem. Für Social Media drehen dann halt wirklich ausschließlich für Social Media. Oder dann gibt es größere Sachen wie zum Beispiel MTV EMAs in Sevilla, wo wir mal hinfahren. Oder About You Awards, wo wir eine eigene 7,5 Stunden Live-Show kreieren. Oder Perucabill auf Festivals. Auch geile. Das sind die Sachen, die mich treiben. So Live-Show, viele Leute, alles kann schief gehen. Let's go. Entertainment, boom. Sehr gut. Genau. Und dann, das ist das eine. Dann mit Mediamarkt habe ich eine regelmäßige Technik-Show, die ich moderiere zum Beispiel. Oder mit Germany's Next Topmodel, weil ihr es vorhin angesprochen habt. Die letzten 3 Jahre, die G&T Experience habe ich moderiert. Und das war eben ein Zusatz-Fan-Event zu Germany's Next Topmodel, wo die Leute dann ihre Models treffen können. Im ersten Jahr war das live, auch wieder fettes Event, roter Teppich und so weiter. Und die letzten 2 Jahre war es halt online. Also wir haben dann wir hatten unser Set, hatten die Mädels da, solche Geschichten. Das ist aber, wenn wir von der Woche sprechen, auch da, ihr merkt, es ist halt nicht alles in einer Woche, sondern es ist halt immer wieder vereinzelt und es wird halt immer wieder neu verhandelt und so weiter. Deswegen verteilt sich das so über das Jahr. Die einzige Konstante, würde ich sagen, ist jetzt die Mediamarktgeschichte und TAF. Und das andere, das baut sich so drumherum. Und dann die andere große Geschichte, jetzt mal besides Medien und Social Media, was ich für meine eigene Plattform sowieso mache, ist halt dieses Kommunikationstraining. Und da bin ich relativ früh eigentlich direkt reingeworfen worden, weil ich im ersten, zweiten Jahr habe ich angefangen, Startup-Events zu moderieren. Weil das junge Leute waren, weil das auch Leute waren mit großen Visionen und die coole Sachen an den Start bringen wollten. Und da kamen dann relativ früh die Unternehmen, die Accelerator und Leute vor Ort auf mich zu und gesagt, kannst du nicht mal unsere Entrepreneure coachen? Weil die pitchen, die ihre Pitches sind nicht so gut, wenn sie vor Investoren sind. Und ich so, klar, lass es testen. Und dann habe ich bei Hubert Buda Media fürs Buda Bootcamp angefangen. Das lief Bombe. Und da habe ich das erste Mal für mich realisiert, okay, geil, ich habe vielleicht doch irgendwas, wo ich auch anderen helfen kann, die das auch für sich nutzen können. Und das waren im ersten Schritt Entrepreneure, junge Leute. Das ging dann weiter zur DLD-Konferenz, eine der größten Tech-Konferenzen in Deutschland. Dann Universität Bayreuth, dann ging es weiter zu verschiedenen Companies. Das hat sich so aufgebaut und war alles aber immer so auf Empfehlung, dass Leute irgendwie gesagt haben, hey, ich finde das irgendwie cool, wie du das machst. Ich so, okay, let's do it. Und das Schöne ist, es hat sich dann eben so aufgebaut, dass wir angefangen haben, internationale Workshops zu machen in LA, in Kapstadt, in Monaco, wo dann noch interessantere Unternehmer reingekommen sind aus verschiedenen Bereichen bis zum Beispiel letzten Jahr, dass wirklich dann Investoren weiterempfohlen wurden. Also wirklich von jungen Unternehmern, 27, die Multimillionen gemacht haben und jetzt selber anfangen zu investieren, auf der Bühne zu stehen, trotzdem auch Fundraisen. Und das fand ich so geil. Da sind plötzlich die Top-Performer, auch teilweise Leute, die sind 46, sind super erfolgreich, bauen Fonds von 100 bis 200 Millionen auf. Und das Schönste daran war,
die nettesten, bodenständigsten, coolsten Menschen, die du treffen kannst. Und das war für mich so interessant. Okay, jetzt schauen wir mal, jetzt helfen wir mal denen, weil das sind ja schon Leute, teilweise, okay, 46, sind seit 20 Jahren wirklich gute Businessmänner, haben die größten Agenturen aufgebaut und so weiter. Was kann ich denen bringen? Hilft das denen was? Und das Schöne war dann zu sehen, dass selbst die für sich sehr viel rausnehmen konnten und sagen, ey, jetzt kann ich noch authentischer auftreten. Die Leute schaffen, kriegen noch mehr, schneller Vertrauen zu dem, was ich sage. Ich kann noch schneller Geld einsammeln, weil ich authentischer bin, vor der Kamera, weil ich mit, wenn ich auf der Bühne stehe. Und das Schöne ist, die haben wirklich was zu sagen. Die wollen die Welt verändern teilweise. Das sind Leute, die machen einen Impact-Fonds, unterstützen Startups, die jetzt auch Impact auf die Welt haben wollen, die dann zum Beispiel sagen, hey, im Web3 bauen wir eine dezentralisierte Plattform, dass zum Beispiel, wenn jetzt Taxifahrer abgeschafft werden, dass du trotzdem mit deinem eigenen Auto Geld verdienen kannst und so weiter. Und dann bin ich erst mal im Moment so, was redet der gerade? Aber ja, geil. und das ist das Geile, wenn du dann wirklich merkst, erstens, sie sind wirklich dankbar dafür, dass du denen hilfst. Sie setzen extrem schnell um, weil es auch Top-Performer sind. Und auf der anderen Seite, wenn du den Leuten eine Stimme gibst, passiert wirklich was. Du erreichst noch mehr Menschen. Und das ist das, was ich so schön an diesem Kommunikationstraining finde. Es hören einfach noch mehr Menschen zu. Und das war, das hat sich jetzt über die Jahre einfach noch mehr rauskristallisiert. Weil es war am Anfang, ja, es ging ja nur darum, ich will guter Moderator werden, zu diesem, hey, ich kann jetzt sogar auch den krassesten Unternehmern irgendwie einen Mehrwert bieten, dass sie wirklich am Ende vielleicht sogar die Welt verändern können. Geil. Und das, diese Zusammenarbeit macht mir extrem Spaß, weil ich bleibe in meiner Lane. Ich rede trotzdem die ganze Zeit über die Themen, mit denen ich mich den ganzen Tag beschäftige. Und über das Thema Kommunikation könnte ich tagelang reden. Und das ist so cool. Das ist einfach, es fühlt sich nicht wie Arbeiten an. Ich arbeite nur mit coolen Menschen zusammen. Und am Ende, wenn ich noch Mehrwert bringen kann, wie geil ist es? Voll cool. Und ich glaube, da merkt man auch, du kannst ein gutes Produkt haben, aber es ist nur halb so viel wert, wenn du es nicht irgendwie auf der Bühne promoten kannst. Also, wenn ich jetzt ein Produkt habe, gehe auf die Bühne und sage, hier, da ist es, mach mal irgendwas damit, ich bin dann wieder weg. Ist natürlich null Impact, aber wenn man das richtig verkaufen kann, die Message verkaufen kann, ist das natürlich schon genauso viel wert. Ja, weil die Leute sagen immer, wenn ich jetzt Kommunikation lerne, dann bin ich ja aufgesetzt. Aber es ist Blödsinn, weil im Prinzip die meisten verstellen sich ja gerade dann, wenn jetzt plötzlich so eine Kamera auf dich gehalten wird, jetzt ein Passant zum Beispiel, jetzt den Kamera in die Hand, dann wird er unauthentisch. Dann ist so dieses, ja gut, meine sehr verehrte. Aber ist normal, ist ja auch eine extreme Situation, so eine Kamera. Es ist völlig, und es geht eher darum, zu schauen, okay, wie bin ich denn eigentlich authentisch? Weil die meisten vor der Kamera sind dann wirklich so eintönig und verfallen durch diese Konzentration. Was sage ich? Information. Die fangen an, sagen zum Beispiel, hallo, herzlich willkommen. Heute reden wir über ein ganz wichtiges, werden sehr ernst und reden dann sehr deutlich. Und dann ist eigentlich schon die ganze Emotion weg. Und privat ist es ja eher so, dass wir dann sagen so, ey, weißt du was, ich war letztens im Urlaub, geil. Und da auf jeden Fall, pass mal auf, weißt du, was passiert ist? Glaubst du nicht. Und das fehlt halt dann komplett vor der Kamera. Und man muss eigentlich nur, es geht nicht darum, dass ich die Leute jetzt zu perfekten Redner mache, weil das will auch keiner sehen. Sondern es geht eher darum, zu schauen im Training zum Beispiel, was für Facetten hast du überhaupt? Wenn du mal laut redest, wenn du mal leise redest, wenn du mal schnell redest, mal langsam, dass du am Ende sagst, okay, das finde ich geil, das finde ich auch geil, jetzt rede ich mal so, gestikuliere mal so, aber dass du dir dem bewusst bist und dann kannst du es ja bewusst einsetzen. Und durchs Training wirst du locker, wirst entspannt, bist authentisch und dann sagen die Leute, hey, du bist eben nicht aufgesetzt, ich kaufe dir das ab, selbst wenn du dich mal verhaspelt hast, kaufe ich dir ab, du bist geil, mega, nee, in dich investiere ich oder das Produkt kaufe ich oder den Podcast höre ich mir an, die sind einfach ehrlich, so, das habe ich das Gefühl. Und bei den meisten anderen ist es halt einfach, sie könnten sich so einfach machen und einfach mal selber reflektieren, aber die meisten machen es auch nicht. Ich verstehe es auch, weil es am Anfang, ich konnte mich auch selber am Anfang überhaupt nicht hören. Ich dachte mir sowas, wieso? Das hat jeder Podcaster auch, dass man seine eigene Stimme, man hört sich ja selber anders und wenn man das dann in der Aufnahme hört, das ist wieder komplett anders. Das ist komplett unterschiedlich. Kann ich voll und ganz verstehen. Ja, und da zum Beispiel, das war für mich so ein Knackpunkt, da stand ich mit offenem Mund da. Also es war wirklich so für mich so, mein Sprechtrainer hat mit mir einmal gesagt, hey, es gibt eine 10 Sekunden Stimmaufwärmübung und deine Stimme ist hat eine dreimal höhere Resonanz, klingt viel besser, hat mehr Power und ich so, okay, ja, das glaube ich jetzt nicht, aber zeig er mal. Und dann hat er mit mir diese Stimme hat mich kalt aufgenommen, warm aufgenommen und du konntest es sehen, also wirklich diese Stimme
war dreimal so powerful, es klang endlich klar. Und das war der erste Moment, wo ich dann eben, weil ich die ganzen Jahre habe ich auch immer gesagt, boah, das klingt jetzt irgendwie nicht nach mir, weil ich höre mich ja eigentlich tiefer. Und das war der erste Moment, wo ich selber gedacht habe, ah krass, okay, jetzt klingt es angenehm. Und das ist einfach etwas, was man trainieren kann und was mir am Anfang auch nicht bewusst war. Das ist einfach eine Mischung aus richtiger Stimmlage, Aufwärmen und das Zwerchfell locker machen, wenn du diese drei Punkte machst. Ist jetzt aber zu, das bringt jetzt keinen, wenn ich das jetzt jemand sagt, man muss die Übung mal machen. Sagt auch jeder, ja, Zwerchfell, okay, ciao. Krass. Da fällt mir jetzt noch so eine spontane Frage ein. Wir hören ja tagtäglich auch Politiker auf PKs und so. Wäre da mal auch ein bisschen mehr Entertainment drin? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Steffen Hebestreit höre, den Presse, den Sprecher der Regierung, ja, ich schlafe nicht ein, aber irgendwann, ist mega interessant, was er sagt, aber irgendwann bist du auch dann durch, dann kannst du es auch nicht mehr hören. Bräuchte man hier mehr, ja, ich will nicht sagen, Wumms, yeah. um im Gespräch zu bleiben, oder die Kommunikationsbazooka, Obacht. Yeah. Aber so ein bisschen mehr Feuerwerk, oder meinst du, das ist in Politik gar nicht möglich? Ich glaube, man müsste es testen. Aber eine Sache weiß ich, den Ben Hartwig vorbereitet für seine TEDx-Speech zum Beispiel. Der ist Wissenschaftler der Resilienz und gleichzeitig aber auch Impro-Theater-Schauspieler. Und der schult Impro-Theater im EU-Parlament, dass sie schlagfertiger werden, dass sie auf alles eine Antwort haben. Von daher sieht man daran schon, dass da anscheinend schon ein bisschen was gemacht wird für die Reden selber. Die Frage ist ja, was ist das Ziel, was wollen sie, wenn sie genau diesen Stil wollen? Ja, meiner Meinung nach, ich könnte mir, also wenn da jemand Interesse hat, wir könnten mal gerne testen, wie das wirkt, wenn man vielleicht noch ein bisschen Authentizität reinbringt, weil irgendwo ist es klar auch eine Rolle, die gespielt wird. Ne? Also dieser Duktus, der dann in der Politik da ist, der eine hat dann viele Amps zum Beispiel drin als Füllwörter, aber als Stilmittel irgendwo auch, muss jeder, ich glaube, da muss auch jeder Politiker für sich selber wissen, wie will ich denn überhaupt rüberkommen. Ja. Das ist das Ding. Aber wenn man mich fragt, ich fände es angenehm für uns Normalbürger, wenn man einfach ein bisschen mehr Authentizität reinbringt, auch in die Sprache, dass man einfach sagt, hey, der ist auch von der Sprache vielleicht ein bisschen vereinfachen, weil selbst wir als Moderatoren, erste Regel, brech's runter, dass es der Dümmste im Raum versteht, dass es ein neunjähriges Kind versteht, weil da fängt es ja schon an, dass die meisten mit sehr vielen langen Sätzen ohne Punkt und Komma und so weiter durchreden. Und bei unseren, bei unseren Moderationen und Moderatoren, Moderationskarten, kurze Sätze, einfache Sätze. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen was macht, man kann da safe einiges rausholen. Also wenn da ein Politiker gerade zuhören sollte, I'm in. Let's test it, let's try out. Aber ich bin mir sicher, da kann man noch einiges rausholen. Also ich merke schon, also Sven, von dir hätte ich mir die Gasumlage sehr gerne aufs Brot hätte schmieren können. Gut. hätte ich sofort abgenommen. Voll danke, cool. Danke. Gerade so ein bisschen übersprochen, gestern Madrid, heute der Bulli-Podcast, morgen L.A. und wer weiß, wo es dann hingeht, ist ja immer viel los bei dir. Wie kommst du eigentlich auch mal wieder runter? Gibt es das bei dir? Ich meine, du bist ja Energiebündel, du bist ja immer hier, heute hier, morgen dort. Liebe Grüße an Hannes Wader. Aber Wie ist eine Relaxphase bei dir? Machst du Yoga oder sowas? Ich schlafe einfach saugern. Also bei mir ist es wirklich, wenn man mal nichts auf Social Media sieht, dann schlafe ich vermutlich. Das ist einfach, ich hab meine zwei Seiten. Also wenn die Kamera angeht, boom, Action, da fühle ich mich aber auch extrem wohl. Ich würde auch sagen, ich bin fast sogar mehr ich vor der Kamera, weil das einfach, wie auf dem Eis damals, jetzt ist Action, geil, let's go. Aber ich komme auch nach so einer Live-Show, das ist auch ein großes Markt, ich komme nach so einer Live-Show nicht sofort runter. Also es ist nicht so, dass ich nach Hause gehe, lass schlafen, ciao. Sondern ich brauche 3-4 Stunden, bin dann noch bis 3, 4, 5 Uhr wach, bis ich irgendwie langsam runterkomme. Das Adrenalin ist dann einfach drin. Das ist wie beim Spiel, du gehst auch nicht nach Hause und pennst, sondern das ist einfach, da ist noch, du denkst dann über die Sachen nach und das ist vielleicht etwas, was ich noch lernen darf, da noch runterzukommen. Aber sonst, wenn ich wirklich mal Off-Zeiten habe, dann schlafe ich echt. Also ich kann dann auch 16 Stunden durchschlafen. Ich habe da gar kein Thema mit. Ich habe einen sehr guten Schlaf. Okay, krass. Der Hammer. Jetzt haben wir ja viel über dich erfahren. Also echt facettenreiches Leben, was du da führst. Jetzt zum Abschluss noch gefragt, gibt es denn noch was du unbedingt machen möchtest? Hast du da irgendwie noch eine Idee, die du auf jeden Fall machen willst? Vielleicht einen Film drehen, der neue James Bond werden oder so? Oder irgendwie so kleine Sachen halt. Das wird ein Never-Ending-Ding sein, weil es ist einfach so, ich freue mich auf alle neuen, coolen Produktionen. Alles, was jetzt kommt, die sollen natürlich im Idealfall immer größer und größer und größer werden.
Natürlich vorrangig jetzt erstmal in Deutschland, aber ich feiere auch, ich drehe auch viel mit Leuten aus den USA, das macht auch mega Bock. Ich lasse es auf mich zukommen, aber ich bin dankbar über wirklich, je mehr kommt, desto geiler ist es. Je größer es wird, desto geiler ist es. Und ich werde auch nicht still bleiben, solange es so ist. Also solange wird auf meinen Kanälen so viel kommen wie möglich. Ich schaue auch so viel Mehrwert wie möglich rauszuhauen, dass es entertaining ist, aber auch irgendwie Mehrwert, was Kommunikation angeht. Ich möchte so diese Mischung haben zwischen, hey, Entertainment, hier ist was zum Lachen oder auch nicht, je nach Humor. Und das andere ist dann auf der anderen Seite dieses Kommunikationsding, wo ich den Leuten auch zeigen will, hey, ich habe auch diese ernsten Themen oder echt Leute, coole Investoren, mit denen es wirklich um Big Business geht. Und auch das ist ein geiles Thema, worüber ich mich tagelang unterhalten könnte. Also mal schauen, Film drehen wäre auch geil. Also sowas wie James Bond, I'm in. Also auch Actionfilme und so weiter. Ja. Irgendwann safe. Aber okay. Let's see, wo es hingeht. Sehr gut, sehr gut. Ja, also das waren jetzt unsere Fragen, Sven. Vielen Dank dafür. Danke Zum euch. Abschluss haben wir noch ein kleines Entweder-Oder, wenn du noch Zeit und Lust hast. Ja klar, immer. Hau mal raus. Okay, dann pass mal auf, fang ich mal an. Bier oder Wein? Je nach Tag. Also jetzt gerade, ich sag, weil ich gestern Wein getrunken habe, Wein. schmeckt mir besser, aber auf der Wiesn nur Bier. Okay. Kneipe? Na, wobei, wir sind ja beide in München. Borzen oder Disco? Boah, was? Frank weiß es jetzt nicht, was ein Borzen ist. Ich würde sagen, einfach Borzen mit den Jungs rein. Okay. Ist das Skateboard oder was? Oder was ist das? Ja, wie so eine Kneipe halt. Ach so, okay, gut. Schneiden wir raus. Nicht. Nächstes. Strand oder Berge? Strand. Hat sich eigentlich fast schon beantwortet. Trotzdem frage ich, Bus, Bahn oder Inliner? Vor allem Skates, heute ist Streiktag, ne? Skates. Da hast du gar kein Problem mit dem Streik. Das Ding ist, wir haben das ja öfter auch getestet mit meinen Jungs. Egal, ob wir gleichzeitig losgehen oder die ein bisschen früher, ich bin immer als Erster da, wenn wir gleichzeitig losgehen. Egal, ob die Bahn mit dem Auto fahren, müssen den Parkplatz suchen, du bist immer am schnellsten mit den Skates. Ja. Also deswegen, Skates ist, außer es regnet, an Regentagen bin ich leider gehandicapt, da kann ich gar nichts machen. Okay, ja. Interessant. Nächstes, SAP Garden oder Freilufteisstadion? Nee, schon Arena. Freiluft ist Hölle. Hey, wir hatten so viele Spiele im Pegnitz, wir sind unter Wasser gestanden, der Puck schießt nicht mehr, der bleibt stecken. Dann ist doppelt, dreifach so kalt, wo du dich in der Stadt auf die Bank gehst, in die Wärmehalle und dann gehst du wieder drauf. Ist eine Katastrophe. Auf gar keinen. Jetzt so nur zum Skaten, okay, da ist mir egal. Aber zum Spielen, gar keinen Fall. Wobei jetzt zum Zocken mit den Jungs, Spitzingsee, geil zum Zocken. Ja, also das auf jeden Fall. Joko oder Klaas? Das kann ich wirklich nicht sagen. Ich würde gerne mit beiden drehen. Ja. Oder mal bei zum Beispiel ihren Shows gegen sie antreten und gewinnen. Mhm. Ja, doch. Ich würde schon mal gerne gegen die gewinnen, ja. Wir werden das möglich machen. Und das letzte, Anzug oder Jeans? Ich habe beides. Aber meistens eher Jeans, aber ich feiere es dann schon auch manchmal einfach auch Anzug zu tragen bei roten Teppichen und so weiter. Ich mag beides. Aber jetzt so für den Normal, ich habe auch jetzt eine Jogginghose an, also völlig entspannt, auch wenn oben Hemd an ist. Also es ist easy. Voll cool. Sehr geil. Sven, es hat uns mega viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Auch. Also wir können auch noch stundenlang weiter quatschen, aber unser Tonband ist gleich voll, leider. Wir haben auch keine neues Band besorgt, deswegen müssen wir leider gleich schon wieder Schluss machen. Ja, ich glaube, das schreit nach Teil 2, oder Sven? Dann werden wir wissen, wer besser Eishockey-Spiel beziehungsweise Schlittschuh läuft, Joko oder Klaas. Das kannst du bis dahin in Erfahrung bringen vielleicht. Ich werde gucken, ich zettel das irgendwie bei ProSieben an, dass ich mal dass ich da mal gegen sie antrete. Vielleicht sehr bei Joko Klaas versus ProSieben oder so. Ja. Und dann schauen wir mal. Mal reinpitchen. Und dann schauen wir mal. Voll cool. Sehr und, cool. Und wenn ihr Sven folgen wollt, geht auf seine Instagram-Seite. Seinen YouTube-Kanal könnt ihr abonnieren. Da passiert jetzt übrigens am meisten. YouTube, einfach nur YouTube. Geht auf YouTube, Sven Gold, boom, da auf die YouTube-Shorts. Wenn ihr irgendwas sehen wollt, da wird am meisten passieren. Genau, da sind auch ein paar Videos zum Speaker-Coaching, habe ich gesehen. Auch sehr interessant. Zieht sie euch rein. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei Sven und danke sagen dir. Noch
einen wunderschönen Abend und noch weiterhin viel Erfolg. Ja, danke, Jungs, dass ihr euch die Zeit genommen habt und euch das angehört habt. War nice. Hat sehr Spaß gemacht mit euch. Danke euch. Ciao. Ciao. Bis denn. Ciao. Ciao. Ja, und so skatet der Sven davon nach Los Angeles oder wohin auch immer. War ganz cool, oder Helmut? Mega cool, wirklich super. Ja. Und da sieht man mal wieder, wenn man Leute sieht auch im Fernsehen, wie viele Leute auch einen Eishockey-Background haben. Und das ist das Coole eigentlich. Und das versuchen wir bei Bully natürlich rauszufiltern. Ja? Die Filterer. Investigativ, ja. Ja. Ja, nee, auf jeden Fall voll cool. Und ja, liebe Grüße an Tom Kühnhackel und Jasmin Elis. Ja. Die hören ja bestimmt auch hier wieder zu. Absolut, ja. Ja, krasse Geschichte. Ja. Wir wollten noch kurz über die Playoffs sprechen. Da läuft irgendwas in Deutschland, habe ich gehört. Ja, und jetzt haben wir natürlich immer noch nicht nachgeguckt, aber am Mittwoch läuft Spiel 7, also heute Abend ist das Spiel 7, das einzige Spiel 7. Ja. Und da würde ich dich jetzt einfach mal fragen, wen hast du denn als Favoriten von den beiden Teams? Tja, wie steht es in der Serie? Es ist Spiel 7, Frank. Ja, also es steht 2-1 für Wolfsburg. Ne? Nein, Spiel 7 ist echt eine harte Nuss. Die spielen in Straubing, glaube ich, ne? Ja. Ja, ja. Es ist natürlich die Hölle los in Straubing. Ich glaube aber, Wolfsburg wird sich hier durchsetzen, glaube ich. Okay. Habe ich so im Gefühl heute Abend. Also die nehmen das Momentum aus dem letzten Spiel noch mit. Aber da gehe ich tatsächlich auch mit. Und dann, ich finde halt Wolfsburger so ein bisschen abgeklärter, so ein bisschen ja, halt den Mühe vor Straubing. Soll jetzt auch nichts gegen Straubing sein oder so. Haben eine echt coole Saison hingelegt. Aber ich glaube, dass sich da die Grizzlies durchsetzen werden. Ja. Ja, wie gesagt, gehe ich mit. Ich glaube, die nehmen das Momentum mit und dann gibt es eine wunderbare Halbfinalpaarung, nämlich der EHC Red Bull München gegen die Grizzlies Wolfsburg und Grüße an den Sven von Free and Free Overtime. Wir haben vor der Serie darüber gesprochen noch, dass es ja passieren könnte und das wäre natürlich ganz toll. Das heißt schon wieder in den Norden. Puh. Ist ja nicht mehr ganz so weit, aber trotzdem. Ja, Bremerhaven war schon heftig jetzt für die Münchner und Wolfsburg dann. Ja, aber es kommt so, wie es kommt. Ich wäre auch gerne nach Köln gefahren jetzt fürs Halbfinale, aber das hat sich ja dann am Sonntag übrig gehabt. Ja, ist ja auch krass, die Serie, oder? Also da war echt alles dabei. Und vor der Serie hätte ich ganz klar auf Köln getippt. Habe ich auch, habe ich ja bei uns im Podcast. Aber diese Last-Minute-Tore von Mannheim da in Spiel 5 war das, meine ich. Ja, genau. Das war dann einfach, das war dann wahrscheinlich too much, ja. Ja, ich meine, du führst 3-0 in Mannheim, das Ding ist eigentlich schon so gut wie aus, die Halle ist mucksmäuschenstill und dann lässt es ihn trotzdem noch irgendwie entgleiten. Ich glaube, das könnte der Knackpunkt gewesen sein. Ja, also dieses Spiel, wo du halt wirklich ganz spät dann die Gegentore bekommen hast. Ich meine, bei unserer Serie, bei der Münchner Serie gegen Bremerhaven war auch ganz klar dieses 7-1 in München in Spiel 3, das war der absolute Game-Changer, wenn man auf die ganze Serie guckt, das ist einfach so. Danach lief es halt. Ja. 4 straight ist schon auch eine Ansage. Ja, und diese 4 Siege, das tut auch unserer Saisonwette gut. Wir alle wissen ja, wir haben vor der Saison eine Saisonwette eingegangen. Ja. Und wir haben gewettet, dass die Kölner Haie die direkte Qualifikations- und Playoffs schaffen. Da gab es 40 Euro, das haben sie geschafft. Die Saison von Dominik Cahun ist leider auch jüngst vorbei. Die sind dann im Viertelfinale gescheitert. Da gab es auch für jedes Tor ein gewisses Geld. Ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt war. Ich glaube, 1 Euro pro Tor oder pro Punkt. Muss ich auch nochmal nachschauen. Und für jeden Sieg von Don Jackson gab es, glaube ich, auch 1 Euro, haben wir gewettet. Also der Streak geht weiter. Mögen noch viele Siege hinzukommen für unsere Saisonwette. Das Geld spenden wir dann an Hockey for Hope e.V. Nur so ist an dieser Seite. Also von mir aus kann Don Jackson Meister werden. Da soll er nur so viele Spiele gewinnen wie möglich. Ja, von mir auch aus, ne? Auch, also, das kommt überraschend. Das ist gar kein Problem, kann er gerne machen. Also, ja. Da sind wir gerne dabei.
Genau. Ja, und zum Abschluss haben wir auch mal wieder Musik für euch im Programm. Und zwar die Band Conträr aus Leipzig. Ihr kennt sie ja schon. Ja. Die waren ja schon mal bei uns im Interview. Richtig coole Jungs. Haben uns ihre neue Single dagelassen. Und die heißt Spirale. Ein richtig toller Song. Hört ihn euch an. Wir wünschen euch viel Spaß damit. Und nächste Woche begrüßen wir das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld unter der Leitung von Dieter Nuhr. Folgt uns, liked uns, teilt uns. Ihr kennt das ganze Gedöns. Und die wichtigste Message: habt euch ganz doll lieb. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.